Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Projekt aus meinem Heimatort. In diesem Projekt möchte man Orten, die nicht vermietet sind, neues Leben einhauchen. Ich bin der Bob, der Bruder von der Chefin von dem Projekt, wobei es Chefin an und für sich nicht gibt. Wir haben uns gedacht, wir schnappen uns den Raum und werden den gemeinnützig, mietfrei mit den verschiedensten Veranstaltungen über einen Zeitraum von 11 Wochen bespielen. Wir sind nicht konsumorientiert, wir haben keine Einschränkungen in Richtung politischer Einstellung, kultureller Herkunft etc. Und der Salon Senf ist dafür da, Connections zu schaffen und Spaß zu haben. Also ich bin Diana und ich bin auch ein Teil von dem Team von Salon Senf. Und heute ist Kleidertauschparty, wobei das so funktioniert, dass einfach jeder seine Kleidung hinbringt und dann einfach Kleidung mitnehmen kann, ganz ohne irgendeinen Geldwechsel oder sonst irgendwas. Und da, also das wird deswegen gemacht, weil man halt auch einfach so viele Sachen im Kasten hat, was man nicht braucht und wo aber andere wahrscheinlich eine Freude daran hätten. Wir haben jetzt schon mal einen Veranstaltungskalender und es gibt dann nur einen zweiten Veranstaltungskalender für die nächsten 6 Wochen, also für die letzten 6 Wochen. Und da wird eben wahrscheinlich nochmal eine Kleidertauschparty stattfinden. An sich finde ich ja die Sache, Kleider zu tauschen, recht gut. Denn jeder hat Klamotten zu Hause, die er nicht braucht. Der nächste Punkt ist, dass die Klamotten, die übrig bleiben, gespendet werden für wohltätige Zwecke. Was ich auch sehr gut finde, da ich die Idee hinter der Sache sehr gut finde, möchte ich das Projekt ein bisschen supporten. Es wäre sehr cool, wenn ihr ihre Facebook- oder Instagram-Seite abcheckt. Vor allen Dingen, vielleicht ist was für euch dabei. Ich meine, es sind auch coole Konzerte, die gemacht werden. Aber ich persönlich finde halt die Aktion mit dem Klamottentausch wirklich am besten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.